Willkommen zurück zu Crash Bandicoot 2 mit Sonic Shadow Fusion, also mir. Gut, wie schon gesagt, alle 5 Kristalle eingesammelt, das heißt Boss-Time. Aufwärts. Ja, guckt nicht so runter. Jetzt sehen wir den nächsten Boss. Oh, nee. Tiny. Der Name ist wahrscheinlich ironisch gemeint, denn Tiny heißt für gewöhnlich klein. Hier könnte mich die Steuerung vom Gamepad ein bisschen nerven. Es fallen immer zweimal Plattformen runter, wenn alle oben sind. Naja, schön für dich. Also entweder ich total Luck oder ich bin gut. Bin noch kein einziges Mal runtergeflogen. Oder auf die falschen Plattformen gelaufen. Okay, in einem Schlag geschafft. Das kann manchmal ein bisschen schwieriger sein. Es ist nämlich purer Zufall, wie die Plattformen runterfliegen. Gut. Dieser Level schaut ein bisschen anders aus. Anscheinend kommt hier eine neue Sorte von Level, aber erstmal wieder Hanging Out. Rohr. Unterwasserrohr-Level. Naja, mal sehen. Mal sehen, was es uns bringt, da reinzugehen. Oh ja, eine ganze Menge, wie man sieht. Wofür habe ich denn Äpfel gekriegt? Oh nein, jetzt kommt die hier auch noch so durch. Ihr solltet also zunächst aufpassen, wann ihr euch dreht. Ja, was es in einem Level mit dem grünen Emerald gab, gibt es hier nicht. Also man kann nicht einfach so irgendwo reinrennen in die Wand und dann ist man da. Nein. Okay, hier gibt es wieder diese kleinen Alien-Viecher, die total kochend heiß sind und die töten einen natürlich bei Berührung. Das heißt, passt auf, in welche Richtung ihr geht. In der ihr rumhängt. Jetzt kapiere ich auch den Namen, Hanging Out. Raushängen heißt das auf Deutsch. Ha, noch geschafft. Knapp, aber geschafft. Ja. Kaboom. Warten, bis das hier vorbei ist. Man kann auch Kreis drücken, damit man sich klein macht. Aber das braucht man hier noch nicht. Es gibt allerdings wieder mal einen richtig bösartig schweren Level, bei dem man das muss. Und das ist, ihr habt erraten, mal wieder so einer von den Edelstein-Leveln. Emerald, Edelstein ist ja eigentlich dasselbe. Hätte ich jetzt Chaos Emerald gesagt, wäre es natürlich mal wieder eine andere Sache. Chaos Emerald sind aus Sonic the Hedgehog. Die haben in Crash Bandicoot nichts verloren. Nein, gestorben, Mist. Das wollte ich nicht. Ach toll, jetzt bin ich wieder am Anfang von der ganzen Scheiße, ha? Oder nein? Nur am Anfang vom zweiten Part. Gut. Dieser Level scheint nicht so lang zu dauern wie der letzte. Der letzte war doch echt für den Arsch. Ah.
Das wäre überwunden. Jetzt muss ich nur noch hier durchkommen. Nein! Das hat total geleckt gerade. Ich frage mich nur wieso. Ich frage mich echt wieso. Ich weiß es nicht. Alles klar. Oh nee. Ich habe das Gefühl, dass er bringt mich mal wieder an einen ganz anderen Ort. Wie schon gesagt, ja, wie ich es mal gesagt habe und ich will mich jetzt auch mal dran halten, die extra Geschichten werden offscreen gemacht oder später mal gezeigt, als Outtakes oder so. Ich habe keinen Bock, mich schon wieder ewig in so einem Abwasserrohrlevel aufzuhalten. Ah, ja. An den Level erinnere ich mich noch ganz genau. Das ist totaler Müll. Ich mag diesen Bonus-Level nicht. Vermutlich hänge ich nicht am Hauptteil des Levels fest, sondern einfach an dem Bonus-Level. Alles knallt auf ihn drauf und das kümmert Crash nicht. Unrealistisch, aber was soll's. Crash Bandicoot halt. Du solltest dich doch nicht einfach ducken, du solltest rutschen! Na also, es geht doch. Oh je, nein! Oh. Muss das sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, scheiß drauf. Bin ich froh, dass ich das geschafft habe. Oh, wie schön, dass ihr das mal Kaboom macht. Und wow, ich habe sogar den Edelstein gekriegt. Jahoo! Boss besiegt und ersten Level gemacht. Das ist doch schon mal gut. Der erste Level ist complete. Dafür tanze ich gern. Crash Bandicoot ist echt verrückt. Digging it. Na, geh ich mal rein. Oh ja, die Viecher sind lustig. Kommt man ihnen zu nahe, kann man auf sie drauf springen. Macht man das, kann man sogar Kreis drücken und besiegt sie. Und rauskommen Äpfel. Erstmals ohne sie in Kette zu besiegen. Natürlich machen diese Knallerbsen Schaden. Boom.
Boah, warum gibt es diese Dinger hier überhaupt? Sie machen mir doch überhaupt keinen Schaden. Und boom. Bevor wir die Buddha-Statue da passieren, muss ich nochmal schneiden. Also bis zum nächsten Part.